Hallo, ich bin Dustin Elzner und bin 13 Jahre alt. Ich gehe in die 7. Klasse aufs Rudolf-Hildebrand-Gymnasium und meine Mutter war früher schon Verkäuferin und habe mich immer gefragt, was macht man eigentlich so als Verkäufer? Daher habe ich gedacht, ich stelle meine Fragen rund um den Verkäufer an Frau Apel, Herrn André und Herr Bertleff. Meine erste Frage lautet, wie lange dauert die Ausbildung dafür? Also ich biete zwei Ausbildungsformen an. Einmal Verkäufer im Einzelhandel und einmal den Kaufmann im Einzelhandel. Der Verkäufer dauert 2 Jahre und der Kaufmann dauert 3 Jahre in der Ausbildung. Um auf Dustins Frage zurückzukommen, die Ausbildung dauert 2 Jahre und man kann noch ein Jahr zum Einzelhandelskaufmann ranhängen. Ich bin zurzeit eigentlich in der Fischabteilung. Ich bestelle, mache Salate, bereite Brötchen zu, kümmere mich um den Räucherfisch, bereite den vor, räuchere den selber, putze und so weiter und so fort. Aber der Beruf ist noch viel, viel vielfältiger. Wir haben sehr viele verschiedene Abteilungen, die in Warengruppen aufgeteilt sind, wie die Getränkeabteilung, wo ich jetzt gerade auch noch tätig bin, Obst und Gemüse, Feinkost, Bäcker, die Kasse an sich. Ja, also es macht sehr viel Spaß. Und was hat man eigentlich für Arbeitszeiten, interessiert mich auch sehr. In der Frühschicht bis Arbeitsbeginn 6 Uhr morgens. Das kann aber auch in der Spätschicht bis 20 Uhr gehen. Aber in der Frühschicht haben wir einen 8-Stunden-Tag, dementsprechend bis zum 10 Uhr Feierabend oder in der Spätschicht bis 11 Uhr beginnen. Und welche Fächer braucht man für diesen Job am meisten und haben sehr große Bedeutung? Also den Verkäufer kann man eingehen, indem man auch nur einen Hauptschulabschluss hat. Wäre schön, wenn es ein Hauptschulabschluss mit 3 oder 2 wäre. Den Kaufmann, da wäre schon schön, wenn man den Realschulabschluss hätte mit auf alle Fälle einem Notendurchschnitt von 2. Und die wichtigsten Fächer sind auf alle Fälle Deutsch und Mathematik, denn wir müssen viel rechnen, viel kalkulieren, damit wir dementsprechend dann auch einen Verdienst jeweils haben. Frau Apel, können Sie mir sagen, was es für Aufstiegsmöglichkeiten gibt und was mit einem erreichten Abitur möglich ist? So, des Weiteren bieten wir natürlich auch für die, die Abitur machen oder das eventuell anstreben, aber dann nicht vollziehen, auch ein duales Studium an. Ich gehöre der Regionalgesellschaft Minden-Hannover mit an. Und darüber kann man ein BWL-Studium in Verbindung mit dem Einzelhandelskaufmann verbinden. Wenn Interesse daran besteht, das Berufsfeld näher kennenzulernen, dann können alle sich auch gerne für ein Praktikum bei uns bewerben. 1, 2 Tage oder vielleicht auch 1 Woche oder im Zuge eines Ferienjobs. Dann kann man auf diese Dinge einfach auch nochmal näher drauf eingehen. Denn im Gesamtverbund der EDEKA gibt es ganz, ganz viele Aufstiegsmöglichkeiten und Verfahrensweise, wie man in der Ausbildung oder nach der Ausbildung auch weiter vorankommt. Eine deiner Fragen war auch gewesen, gibt es Aufstiegsmöglichkeiten? Das gibt es mehr denn je. Hängt natürlich davon so ein bisschen ab, wie die Interessen sind. Und was man nach der Ausbildung auf alle Fälle eingehen kann, dass man weiter im Unternehmen tätig bleibt und dann zumindest kleine Bereiche für sich in Selbstständigkeit betreut, so Abteilungsleiter oder Fachbereichsleiter. Das sind so Dinge, die vor Ort ganz, ganz schnell möglich sind. Ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst irgendwann. Bis dahin, viel Spaß noch in der Schule. Vielen lieben Dank, Frau Apel, Herrn André und Herr Bertleff, für diese ausführliche Information über Ihre Arbeit. Sie haben wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch manch anderen Jugendlichen einen guten Eindruck für Ihr Geschäft gegeben.